Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer Folge Neue Mini-Brunn hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator auf der PlayStation 5 und sind jetzt gerade hier mit unserem Waldra auf dem Weg zum Händler. Denn, ich hatte es ja schon in der letzten Folge gesagt, wir müssen in diesem Jahr, und wir sind immer noch in Jahr Nummer 1, hier auf unserer schönen Map, müssen wir uns um das Unkraut kümmern. Das heißt, wir werden uns jetzt eine Spritze kaufen. Hilft ja nichts. Wir müssen da ran und müssen da gegensteuern. So. Aber erstmal steuern wir hier zum Händler rein. Und dann schauen wir mal, was wir hier angeboten bekommen. Was es denn für uns hier gibt. So. Zack. Händler, Einkauf war auf der anderen Seite. Sind wir dran vorbeigefahren. So, dann schauen wir mal. Okay, haben wir was im Angebot? Nein, natürlich nicht. So, was brauchen wir? Wir brauchen Spritze. Eine Spritze brauchen wir. So, dann schauen wir mal. Die hier meines Wissens, genau, die haben alle nicht die Spot-Spray-Technologie, die wir bräuchten für Precision Farming, damit wir hier auch ordentlich arbeiten können. Punktuelle Unkrautbekämpfung gibt es hier. 26, 39 dazu, dann sind wir bei 65 und 65, naja, gut, es hilft ja nichts, aber wenn ich das richtig sehe, können wir damit eben auch dann düngen. Okay, 18, 24, kostet dann auch nochmal extra. Was haben wir da hinten? Okay, die Hardy, da sind wir dann bei 73. Haben aber nicht die Möglichkeit für die Breite. So, die hier, die sind eigentlich alle uninteressant und da weiter hinten haben wir auch nichts. Gut, also ich glaube relativ schnell, wir nehmen die Querneland, haben dann noch die Option, wenn ich richtig weiß, genau die Option hier auf den Zusatztank, aber der hat jetzt mal 1800, das sollte uns eigentlich für diese Felder reichen und 18 Meter sollte auch erstmal reichen, sind ja wie gesagt nicht die wahnsinns großen Felder, aber die punktuelle Unkrautbekämpfung, die nehmen wir gleich mit und das Ganze werden wir auch kaufen, da wir damit eventuell dann auch entsprechende Aufträge abarbeiten könnten. Da schauen wir gleich mal rein. Aufträge hier. Ja, jetzt zum Beispiel ein Düngerauftrag. Ach, interessant. Wir könnten noch einige Ernteaufträge. Ernteaufträge. Lass mich mal kurz reingucken. Ja, klar, November stimmt. Wir könnten noch einige Ernteaufträge eventuell hier abarbeiten. Düngerauftrag geht auch noch. Ja. Schauen wir mal, Ernteauftrag. Was haben wir denn da? Wir haben einmal Sonnenblumen. Sonnenblumen und nochmal Sonnenblumen. Ja gut, Zuckerrüben oder so muss es jetzt... Oh, was haben wir denn da für einen interessanten Schlepper? Aha, okay. Da würde mich ja fast schon... Oh, mit zwei Abfahrern? Oder ist das gedacht für den... Nee, das ist doch... Ah, für den Krautschlepper. Ah ja, okay. Alles klar. Aber hier muss ich ja fast sagen, wird mich schon alleine reizen mit diesem Schlepper hier zu fahren. Da mache ich mir noch Gedanken. Da muss ich mal schauen. Ansonsten hier hätten wir die Möglichkeit, im Prinzip drei Aufträge entgegenzunehmen. Und dann eben mit dem Johnny. Der kann ja das Schneidwerk einklappen. Das heißt, da brauchen wir nicht den Wagen. Okay, lasst uns einfach nochmal später darüber nachdenken. Es sind Optionen jedenfalls da, den Tag noch rumzukriegen. Wobei wir gucken müssen, 15.07 Uhr. So, da steht erstmal das gute Stück. Aber wir brauchen ja auch noch Material, fällt mir gerade ein. So, aber wir kümmern uns erstmal um unsere Felder. Die haben jetzt erstmal Priorität. Aber wir können auf jeden Fall dann noch anschließend ein bisschen was machen. So. Was wir natürlich noch brauchen, ist Herbizid. So, nehmen wir ein Päckchen. 1800 passen ja rein. So, wir tanken auf.
Jetzt überlege ich gerade, brauchen wir... Ja, wir müssen, glaube ich, umrüsten, ne? Auf Pflegebereifung. So. Zack. Also, ihn hier natürlich konfigurieren. Dann schauen wir mal, wo war es? Motor, Reifen, Variante. Zwillings. Ach du Schande. Für den gibt es... Aha. Keine Pflegebereifung? Ja, toll. Breitreifen gibt es jede Menge. Radgewichte, Zwilling. Kommunal, breit. Ach du Schande. Tja, dann gucken wir mal, was hier passiert, wenn wir mit dem hier über unser Feld fahren. Ja, das... So, die Schranke geht hoch. Gut. So. Hammer rundum? Ja. So. Wie gesagt, hier auf der Map muss man ja immer ein bisschen auf den Verkehr aufpassen. Die sind da ein bisschen rigoros. So. Hier müssen wir links. Von rechts kommt nichts. Hier auch nicht. Das passt. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Fruchtzerstörung haben wir ja meines Wissens eingeschaltet. Na gut, im Zweifel haben wir dann Fahrspuren. Dann werden wir damit erstmal... Ups. Ja, bitte sehr. Ja, normalerweise biegen die eigentlich rechts ab. Habe ich jetzt fest damit gerechnet. Gut. So. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir hier auf diesem Valtra keine Pflegebereifung drauf kriegen. Und somit, naja gut, wie gesagt, dann ist es halt wie im richtigen Leben und dann machen wir einfach Fahrspuren. So, hier lang. So, fahren wir mal gleich nach oben. So. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Augenblick. Blamiere ich mich jetzt gleich wieder? Nein, da oben geht es rechts rein und da ist dann auch unser Feld. So. Genau, hier. So, dann können wir hier den Blinkerhanse ausmachen. Dann werden wir hier aufklappen. Und dann gucken wir einfach mal, was er spricht. Okay, sieht soweit ganz gut aus. So. Dann schauen wir nochmal. Stopp, hier unten... Okay. Helfer einstellen, nächstes Gerät. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Okay. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Weil das sieht mir jetzt irgendwie nicht so aus. Ah, doch, er macht Spot Spraying. Doch. Ja. Er spritzt punktuell nur dort, wo sich auch Unkraut befindet.
Sehr gut, das passt dann soweit. So, und während er hier seine Bahnen zieht, habe ich folgende Frage an euch. Und zwar, der eine oder andere wird es mit Sicherheit kennen, Stichwort Transport Fever 2 soll am 9. März, wenn ich richtig weiß, ich muss gerade nochmal gucken, Verkauf. 9. März soll also Transport Fever 2 auch für Konsole erscheinen. Ich persönlich verfolge das immer auf den anderen Kanälen sehr, sehr gerne. Transport Fever habe es auch hier bei mir auf Mac schon mal installiert gehabt und gespielt und bin fast am Überlegen, ob ich mir oder ob ich das hier auf der Konsole mache, weil ich bin mal gespannt, ob irgendjemand sonst das Spiel hier zeigen wird auf der Konsole. Wenn ihr Interesse dran hättet, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, dann wäre das hier eine Option. Auf dem Kanal Transport Fever vielleicht, dann ab dem 9. März hier bei mir. Wenn ihr Interesse habt, würde mich freuen, schreibt es mal in die Kommentare. So, dann machen wir hier ein Vorgewende. Sehr gut, das passt soweit. Dann müssen wir uns, wie gesagt, Gedanken machen, nachdem ich ja da drüben das Grasfeld abgeerntet habe, ob wir da dann auch düngen müssen wir eigentlich nicht. Wir müssten es kalken. Aber da müssen wir mal schauen, weil im Zweifel können wir natürlich da auch noch einmal abernten und dann beim nächsten Mal kalken. Müssen wir mal sehen. So, ich würde hier jetzt den Helfer losschicken. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, hier müsste er doch zeigen, genau, Unkraut, okay, da haben wir ein bisschen was stehen lassen, aber okay, sei es drum. Und dann müsste er eigentlich noch mit zwei Bahnen, einmal hoch, einmal runter, sollte das Ganze dann erledigt sein. Und Feld Nummer 4 machen wir dann auch anschließend. Und im Moment haben wir noch 8, ja, also Verbrauch so gut wie gar keinen, was unser das Herbizid angeht. Also mit Hilfe von Spot Spraying, da spart man wirklich jede Menge an Material. Und dann können wir vielleicht doch noch den einen oder anderen Auftrag hier noch annehmen. Aber was wir jetzt noch schnell machen können, während er hier abarbeitet, ich schnapp mir mal den Großen hier, weil hier müssen wir unbedingt ein bisschen Wasser reinkippen. Nur noch 270, ne Quatsch, Wasser, 3700. Da werden wir auf jeden Fall einen Hänger reinkippen. So. Und dann fahren wir einmal zum See, weil im Moment wüsste ich nur, dass es dort eine Wasserstelle gibt. Müsste man sich halt mal Gedanken machen, ob wir uns hier einfach eine kleine Wasserstelle, einen Brunnen oder ähnliches hinmachen, aber können wir immer noch später. So, links ist frei. Jep. Gibt es hier eine Rundumkennleuchte? Jep, hier haben wir auch eine kleine Rundumkennleuchte. Von links kommt natürlich was. So, und dann müssen wir hier gleich links und dann wieder rechts. So, und das Ganze ist ja eigentlich kein Wirtschaftsweg, sondern das Ganze soll, glaube ich, eher so eine Art Wanderweg oder so ein Parkweg sein. Also wenn uns jetzt gleich Fußgänger entgegenkommen, naja. So, da vorne laufen sie nämlich auch schon. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo war das jetzt nochmal, wo es reingeht. Naja, reagiert nicht auf die Hupe. So, hier geht's rein. So. Und stopp. Ja, Herbstlicht. So, da können wir noch einen Snapshot machen. Ist er voll? Er ist voll. Sogar hier im Trecker noch das Wasser.
die Wellen im Teich. Wellen? Naja, okay. So, dann hier rechts. Ja, hört sich eher an wie am Meer. Gut. So, ich weiß nicht, ob ihr es auch hört, aber... Ja, jetzt ist es weg. Aber naja, okay. So. So, schauen wir mal. Sehen wir irgendwo unseren Traktor? Unseren Valtra? Der müsste theoretisch da oben fertig sein. Dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, ist fertig. Der steht da oben und wartet auf uns. So, dann können wir den hier ausschalten. So, wunderbar. Ja, 95% sind noch im Tank, also hervorragend. Na, wieder falsch. So, jetzt. Ist oben, oder? Ja, ja. So, tat sich ein bisschen schwer. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir... Nein, das funktioniert nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Sonst kommen wir nicht direkt zu unserem Feld. So, hier geht's rein. So, und da fahren wir jetzt diesmal erst ans hintere Ende und machen eben das Vorgewende und dann können wir den Helfer losschicken. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hier hat man irgendwas drauf gemacht, glaube ich, für Stroh, Gerste oder Weizen. Was haben wir drauf gemacht? Weizen. Was ich noch nicht benutzt habe oder noch nie probiert habe, war das Thema, weil hier steht... Augenblick mal. Nee, stopp. Da steht ja Hacke. Da kann ich ja gar nicht mit Pestizid ran, oder? Mit Herbizid meine ich. Ja, nee, hier ist ja auch gar kein Unkraut richtig hochgewachsen. Haben wir das später angesät? Nee. Okay. Nee, dann werden wir hier erstmal unsere Maschine einklappen und wieder zurück zum Hof fahren. Weil das macht dann jetzt in dem Fall keinen Sinn. Aber was ich mal fragen wollte, das ist eigentlich das, worum es mir geht. Weil hier steht nämlich Hacke und ich weiß, dass es im Shop, im letzten Monat hatte es eine Hacke. Aber die Hacke kann man ja nur verwenden für Getreidesorten. Also wie jetzt hier zum Beispiel. Beim Raps hätten wir es ja nicht benutzen können. Ja, also wenn jemand von euch schon mal die Hacke benutzt hat, schreibt mir es doch mal bitte kurz in die Kommentare. Würde es jetzt Sinn machen, hier an der Stelle mit der Hacke zu arbeiten, beziehungsweise eben eine zu mieten und dann mit der Hacke zu arbeiten? Geht es eben, wie gesagt, nur hier auf Weizen und Gerste oder würde das auch da hinten beim Raps gehen? Ne? Also wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert bisher und ich weiß, dass es definitiv da Einschränkungen gibt. Schreibt es mir doch einfach mal, wie da eure Erfahrungen sind. So. Und dann bringen wir ihn hier wieder zurück zum Hof. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir eben dann nächsten Monat mit der Spritze ran müssen. So, hier links steht ja auch kräftig das Unkraut. So, vorne drehen sich wunderschön die Windräder und überall springen die Rehe rum. Ja, der tut sich echt schwer beim Bremsen bergab.
Das merkt man extrem. Aber wir haben ja auch 1,7 Tonnen hinten drauf. So. Jetzt schauen wir mal. Ist da jetzt frei? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ja, da ist frei. So, dann würden wir, oder dann stelle ich das mal jetzt. Ach nee, Quatsch, da ist ja was. Da ist unsere Ballengabel. Okay. Dann machen wir das nebendran. Die nächste Zeit werden wir hier am Mist ja nichts machen. So. Gut. So. Dann bringen wir auch unser Wasserfass wieder erstmal weg. Weil dann müssen wir mal schauen, wie weit jetzt hier Produktion. Ja, gut, wir könnten noch mal eins, aber das tut es eigentlich erstmal, was das Wasser angeht. So. Und dann schauen wir noch mal kurz in die Aufträge, werfen da noch mal einen Blick rein. Und dann überlegen wir uns mal, ob wir da noch einen Auftrag annehmen. So, weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass wir hier irgendwas Dringendes hätten. So, falsch. Aufträge. So, da gibt es einen Auftrag zum Pflügen. Wie gesagt, wir haben, also das hier wird mich jetzt wirklich reizen. Feld Nummer 1, wie groß ist denn das? Feld Nummer 1. Ach du Schande. Das ist ja ganz da oben. Und klein ist es eben auch nicht. Naja gut, ist ja auch klar, wenn man hier 14.000 bekommen kann. Und wir müssen das dann zum Bauernmarkt bringen. Und da ist jetzt natürlich wieder genau die Frage, wo ist jetzt der Bauernmarkt? War das jetzt der hier? Das ist der Supermarkt? Nein, ich glaube, das war eben der hier. Ja klar, Bauernmarkt. Das war ja der, den ich hier verwechselt hatte. Den Supermarkt mit dem Bauernmarkt. Okay. Naja, also das wird sich jetzt ein bisschen ziehen. Ansonsten 9, 12 und 24. Sind die denn vielleicht irgendwie in der Nähe? 9, 9, 12. Okay, 9 und 12 wären nebeneinander. Die könnten wir eigentlich gut abarbeiten. Und 24 wäre da unten. Tja, Leute, dann würde ich doch einfach sagen, wir nehmen hier den 12er, den 9er und da haben wir nämlich dann den großen Johnny mit dem Einklapp. Da brauchen wir nämlich keinen Schneidwerkswagen und können dann das 12er mitmachen. Das heißt, hier leihen wir uns die Geräte und den Vertrag akzeptieren wir auch gleich. So. Und da steht das gute Stück. Ja, spannend, wie hier die Geräte aufgestellt sind. So. Dann räumen wir nämlich hier ein kleines bisschen auf. Für den Glas haben wir kein Gewicht, ne? So. So, zack. Dann gehen wir in den Johnny. Und dann machen wir Ernteaufträge. Und die Ernteaufträge, die werdet ihr dann in der nächsten Folge zu sehen bekommen, wie es da läuft. Und wie viel Geld wir damit machen. So, ich packe hier das Gebiss. Und an der Stelle darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet auch heute wieder ein bisschen Spaß. Und bedanke mich wie immer. Und sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis die Tage.